Hallo Klickenabendler, wir sind immer noch auf der BerlinCon, neben ist immer noch der Thorsten. Hallo Thorsten. Jawohl, hallo, hi. Wir haben eine weitere Neuheit und das ist jetzt sozusagen schon eine Vorabproduktion. Nein, das ist Top Secret. Genau, Titel ist Top Secret. Hier ist ein schöner 3D-Effekt, den ich tatsächlich von Videos, VHS-Kassetten kenne und später auch mal bei DVDs. Das heißt, wenn ihr das Ganze hier bewegt, werdet ihr feststellen, die Augen bewegen sich. Was schon eine sehr lustige Sache ist. Ich glaube, das gibt es auf Spielecovern nicht oft, wenn es es überhaupt schon gab. Keine Ahnung. Ja, es gibt es beim Amigo-Spiel, glaube ich, beim Kartenspiel. Cats mit der Katze, ja, genau, wo die blinzelt. Ja. Genau. Genau. Ja, genau. Ja, ich sag mal, es ist auch kein reiner Gag, sondern es soll einfach auch schon mal auf das Spiel hindeuten. Warum gibt es dieses? Weil die Augen hier in diesem Spiel halt eine ganz große Bedeutung haben. Genau. Das Spiel zwingt einen, den anderen ins Gesicht zu gucken. Da unbedingt. Kommt man nicht drum rum. Unbedingt. Genau, weil also in diesem Spiel ist auch das Spielgefühl ein, ja, eher belauern. Also man belauert immer die Mitspieler, weil wir sind ja Agenten. Das Spiel für 4 bis 8 Personen. Jeder nimmt sich halt eine Agentenkarte und dann weiß man halt sozusagen, wer man selber ist und wer die anderen sind. Und ich kriege im Verlauf des Spiels einen Agenten zugelost. Und ich muss mit diesem Agenten, den ich zugelost bekomme, Kontakt aufnehmen. Und ja. Das Problem ist, Spione sind am Tisch, ne? Richtig. Wie nehme ich Kontakt auf? Ich muss es so aufnehmen, dass die anderen es nicht mitkriegen, dass ich mit ihm Kontakt aufnehme. Und zwar muss ich ihm zublinzeln. Also einfach den Moment aufpassen, wo keiner auf mich guckt und natürlich dieser Herr oder derjenige oder die Dame oder je nachdem zu mir auch hinguckt, weil ich bringt ja nichts, ihn zuzublinzeln und er guckt gerade zur Seite. Und da kann man auch öfter mal bei dem Spiel in die Tischkante beißen, wenn der Mitspieler einfach überhaupt nicht einen anguckt und man möchte Kontakt aufnehmen und es ist Zeit und der guckt ganz entspannt woanders hin oder beobachtet die anderen Leute. Also genau, ihr merkt schon, es ist ein Fun-Spiel. Das Element ist einfach eben Aufmerksamkeit der anderen bekommen, aber auch nicht zu viel eben von den anderen, aber von dem Mitspieler, den man eben kontaktieren will. Das Zublinzeln allein langt natürlich nicht. Also nehmen wir mal an, der Thorsten hätte mir zugeblinzelt. Genau, ich hätte jetzt hier die gelbe Karte gehabt. Dann müssen wir ihm noch eine weitere Information geben. Genau. Ist ja schön zu wissen, dass ich jetzt Andreas als Agenten Kontakt aufgenommen habe, aber Andreas muss mir noch zu verstehen geben, wo wir uns denn treffen wollen. Und dazu gibt es diese 4 Orte hier, die werden auf dem Tisch möglichst weit auseinander platziert. Und Andreas hat halt eine Karte, die ihm sagt, okay, wir treffen uns am Kiosk. Und er muss mir mit Blicken zu verstehen geben, wo wir uns denn treffen. Das heißt, nur Kontakt aufnehmen reicht nicht, sondern er muss dann auch, sag ich mal, gezielt irgendwo hin sagen. Und wenn ich wieder an der Reihe bin, dieser Koffer wandert rum und ich an der Reihe bin, dann muss ich sagen, also Leute, ich nehme Kontakt mit Andreas auf. Und zwar, wir treffen uns hier am Zeitungsstand. Und dann deckt Andreas seine Karte auf und wenn das stimmt, dann kriegen wir beide unsere Karten als Siegpunkte. Wir kriegen beide eine neue Karte, haben wieder einen neuen Agenten, du wieder einen neuen Ort. Und so muss man halt immer einerseits versuchen, die anderen zu kontaktieren. Andererseits hat man auch Beobachtungschips. Und wenn ich feststelle, Andreas zwinkert Bernhard zu, dann sage ich, hey, halt, ich habe gesehen, du hast Bernhard zugezwinkert. Und wenn es dann richtig war, Bernhard war jetzt hier die Rosane, dann musst du halt die Karte aufdecken und dann kriege ich die als Gewinn, dass ich dich entlarvt habe sozusagen. Und dieser Kniff sorgt dafür, dass man sich am Tisch echt ständig begutachtet und echt aufpassen muss, wenn man blinzeln muss. Richtig. Das ist echt schwierig. Also je mehr Mitspieler, umso schwieriger wird es ja, umso mehr passen ja auf. Richtig, aber es ist natürlich so, es kann durchaus mal 1-2 Runden, dass man wieder an die Reihe kommt und sagt, ich habe noch keinen Kontakt aufnehmen können, ich gebe mal weiter. Ja. Und selber beobachtet die anderen, aber auch natürlich auch wartet, wird man selber angezwinkert, dass ich dann eben sagen muss, okay, da treffen wir uns oder so. Und man hat eben, wie gesagt, eine Menge zu tun hier. Einerseits Kontakt aufnehmen, aber andererseits muss man halt eben auch, wenn andere mit Kontakt mit einem selber aufnehmen, dann eben die Informationen geben, genau. Ist ein super lustiges Spiel, haben wir letzte Woche Probe spielen können. Ich glaube, in der 4er-Runde hat mir sehr gut gefallen. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, das geht, glaube ich, maximal zu 8. Genau. Zu 8. Dass das super funktioniert, wenn ihr irgendwo eine Party feiert und zusammen irgendwo am Tisch sitzt und was zu gemütlich trinkt. Also wir haben schon auch gute 8er-Partien gehabt, also Riesenspaß, wo man auch sagt, zu 8, wie soll denn das funktionieren, dass man da überhaupt Kontakt aufnimmt? Und dann ist es ja oftmals natürlich ein großer Tisch, wenn man dann vielleicht den Mitspieler neben sich hat und der einen einfach die ganze Zeit nicht anguckt. Dann man kann halt auch im Verlauf des Spiels sagen, okay, der guckt mich nicht an, also ich nehme 9, genau. Sehr schön, sehr schön. Ist demnächst wahrscheinlich schon im Handel, also wahrscheinlich schon vor Essen, so wie es genau, im September wahrscheinlich wird es schon sein. Okay,
Damit wisst ihr, was auf euch wartet. Ich kann es auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Super Jux und Gaudi-Spiel.